Alter, was geht ab, Leute? Hier aus dem Olympiadorf im Olympiapark. Hier ist eine Pandir-Quest. Was auch sonst, wir sind wieder auf der Jagd nach Shiny Pandir. Muss jetzt nur noch hier irgendwie runterkommen. Boah, das ist doch geil. Mit Pac-Man. Hier sind eine Menge Stops. Viele Wandmalereien. Ist echt chillig, echt cool hier. Es gibt sogar viele neue Bilder. Shiny Check, leider nicht. So, ich habe die Quest schnell abgeholt, weil es hat angefangen zu regnen. Da vorne auch. Das sieht schlimm aus. Ja, müssen wir durchs Unwetter. Kein Regenschirm dabei. Nicht damit gerechnet. Puh, der Regen. Es ist kein starker Regen, also wie man es nimmt. Unangenehm auf jeden Fall. Es könnte schlimmer sein. Wir haben eine 7er. Ja, Mobile. Kann ich immer gebrauchen. Bisschen damit laufen und dann für EP entwickeln, weil was macht man sonst mit den ganzen Mogelbaum-Bonbons? Shiny Check. Aber den haben wir schon. Check die Folge von gestern ab. Oh mein Gott. Ich habe jetzt Unterschlupf hier gesucht. Mach natürlich die Arena platt. Und zwei Quests erfüllt. Die Jagd muss weitergehen. Und können wir hier aufhören? Nein, wir können nicht hier aufhören. Wir müssen weiterjagen. Der Regen hat zum Glück nachgelassen. Wir checken. Pandir. Noch nicht. Wir haben noch drei Chancen heute. Wir checken mal wieder ein paar Pandir. Ich begebe mich auf den Weg zum letzten. So, und? Können wir uns den Weg sparen? Nee, können wir nicht. Eine Chance haben wir heute noch. Okay, mit Pandir haben wir kein Glück, aber vielleicht. Nee, auch nicht mit Alola Kokorai. Schade. Wobei, vielleicht ist das ein 100, da muss ich mal checken. Okay, ich habe gerade die letzte Pandir-Quest abgeholt. Da habe ich diese Stelle hier entdeckt. Da hat einer die ganzen Module gezündet. Ich drehe hier ein paar Runden, solange die Module noch laufen. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle, also hier könnte man an sich immer was zünden. Das denke ich, ist ein Viereck, also auch besser als so ein Parsing oder sowas. Auch zwei Cluster-Spawns, wo halt natürliche Spawns echt sehr viel sind. Also das könnte echt die beste Stelle in ganz München sein. Aber das gönne ich mir jetzt erstmal. Wir gönnen uns mal Team Rocket. Ist ein Stop auf der Route geworden. Halte ich mich für einen Helden? Gewässer sind trügerisch, alles klar. Vergesst nicht, Leute, kein Donner Elektro verwenden. Nur Pflanze. Habe ich überhaupt Pflanze? Große Radar, zwei Giftattacken kann ich nicht verwenden. Also, ich habe gar keine Pflanzen. Geschwächt, geschwächt. Dieser Floor, Shiny 96 vom C-Day. So. Schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so läuft mit Team Rocket. Wie viele macht ihr so? Habt ihr schon alle? Und ja, keine Ahnung. Wie viele habt ihr schon so bekämpft, erlöst? Was macht ihr eigentlich so mit den ganzen Sachen? Sammelt ihr die Living Decks? Shigi, Krypto Shigi, Krypto Shilok, Krypto Turtok, erlöst Shigi, erlöst Shilok, erlöst Turtok. Deswegen kein Elektro, weil der ist Boden hier. Und Elektro hält nicht so viel aus. Turtok, mein Freund. Überlebt. Respekt, Turtok, Respekt. Nochmal Flora-Statue. Ich habe ein Blatt übersehen. Zwei Blätter. Bam. Was hat der jetzt zuerst? Shigi? Also, wir kriegen ein Shigi. Oh, jetzt nicht unbedingt. Ah, du bist wirklich gut. Ich weiß, danke. Habe ich jetzt schon gemacht. Ja, das müsst ihr jetzt nicht sehen, wie ich den fange. Mal schauen, ob noch irgendwas Spannendes hier auf der Tour passiert, auf der Route. Einen machen wir noch, dann holen wir uns einen Mewtwo Raid, einer der letzten, bevor er auch schon wieder weg ist. Normal ist ich lange schwach. Okay. Testen wir doch unsere Despotar.
Soll ja gut sein. Ich bin mal wieder so ein richtig starken Gegner. Dem bin ich bisher einmal begegnet. Okay, die sind alle geschwächt. Okay. Nehmen wir es mal so. Weil das Gesteinsdesput, da brauche ich eigentlich gegen Dragon oder Glurak. Aber ist eh nicht das Schwierige. Vielleicht erwischen wir einen Galaxo zumindest. Achso, der hat nicht mal Stein. Dann wäre es eh egal gewesen. Schon krass, wie hart der reinhaut. Jetzt kommt Radikal, Galaxo. Radikal. Schau mal, wie schnell der ist, Mann. Heftig, wie krass Schaden der macht. Und wie wenig er einsteckt, wie viel er einsteckt. Also wie wenig es ihm abzockt. Oh, auf geht's zum Mutarate. Ich wollte noch sagen, die Rocket Stops sind heute gefühlt seltener. Es sind immer noch ein paar da, also mehr als am ersten Tag, aber seltener als gestern. Also vielleicht wurde das wieder runtergeschraubt. Vielleicht ist es auch so die Ruhe vor dem Sturm, bevor der Countdown läuft, weil auf YouTube haben die was gepostet, ein Countdown, der abläuft. 6 Uhr in der Früh bei uns ist der Countdown auf 0. Ich bin wahrscheinlich direkt online, also wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist eh schon vorbei. Dann wissen wir schon, was passiert ist. Aber das zeige ich euch dann auch im Verlauf des Videos wahrscheinlich. Ein Rettern. Shiny Check. Leider nicht. Erstmal, nächster Morgen, Leute. Es ist jetzt schon 12 Uhr mittags. Ja, die große Ankündigung, der Countdown ist zu Ende gelaufen, ist ausgelaufen. Ich habe es nicht live geschafft. Ich lag so 5.30 Uhr im Bett. Wecker hat geklingelt. Ich so, boah, gar keinen Bock, mich jetzt bereit zu machen, den Stream anzumachen und so. Ich war dann noch wach, lang genug, bis dann herausgefunden wurde, bekannt gegeben wurde, was jetzt kommt. An sich nichts Schlechtes. Ich freue mich auf das Event. Und zwar heute von 16 bis 17 Uhr lokale Zeit. Also egal, wo ihr seid, 16 bis 17 Uhr wird eine Team Rocket Invasion stattfinden, die Invasionsstunde. Und jeder Pokestop wird ein Team Rocket Stop sein. An sich cool, ich freue mich drauf. Könnt gerne unten in den Kommentaren eure Meinung zum Event schreiben. Freut euch drauf, seid ihr am Start. Aber, Alter, wenn man so einen fetten Countdown macht, ein Tag, fetter Countdown, der runterläuft und der so gehypt wird, da ist man doch schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte schon was richtig, richtig krasses erwartet. Ich habe euch auf Instagram gefragt, Meinungen werde ich vielleicht noch posten, die besten. Was ich mir vorgestellt hatte, verrückte Idee, aber was ich mir hätte vorstellen können, Giovanni. Und wir hatten ja jetzt das Rüstungs-Mewtwo. Und Giovanni hat ja im Anime, ich glaube es war Giovanni, Mewtwo die Rüstung auferlegt, damit er es kontrollieren kann. Mewtwo bricht aus sozusagen, es ist ja nur noch ein, zwei Tage, bis Mewtwo weg ist. Mewtwo bricht aus sozusagen aus der Rüstung und das normale Mewtwo ist wieder da. Oder Shadow Mewtwo, was weiß ich. Und dann ist das Event oder die Aufgabe irgendwie Mewtwo zu fangen, vor Team Rocket oder sowas, um es vor Team Rocket zu retten, was weiß ich. Und wer... Keine Ahnung, und wir müssen eine gewisse Anzahl an Mewtwo raiden oder sowas. Was natürlich auch gut für Niantic wäre, wenn wir viel raiden und eine Menge Raid Pass ausgeben. Und dann, wenn wir es geschafft haben, schalten wir irgendwie Shiny Mewtwo frei oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung, hatte ich mir vorgestellt. Auf jeden Fall fand ich die Idee ganz cool mit Rüstungs-Mewtwo. Und dass der dann aus der Rüstung ausbricht, sozusagen, wie im Film. Ihr könnt auch nochmal unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch so vorgestellt habt. Was dachtet ihr passiert, wenn der Countdown abläuft? Und, habe ich das gerade gefragt, seid ihr enttäuscht? Nee, habe ich gar nicht. Seid ihr enttäuscht darüber, was aus dem Countdown gekommen ist? Auf jeden Fall fand ich trotzdem die ganzen Werbemaßnahmen und so, die Aktionen. Also, falls ihr nicht auf Twitter seid, schaut auf jeden Fall dort vorbei. Kann man, glaube ich, auch ohne sich einen Account zu erstellen, einfach nur die Sachen, die gepostet werden, anschauen. War eine coole Aktion. Niantic, Pokémon Go, was weiß ich, die haben sich eine Menge Mühe gegeben. Und während der Zeit kann man, glaube ich, auch Fotobombs machen, wo Mauzi auftaucht. Das konnte man auch in Dortmund machen und so seine Medaille auffüllen. Also, falls ihr auch so leidet und die Medaille endlich auf Gold haben wollt, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Vorteile davon, jetzt von diesem Invasions-Event natürlich, die Leute, die ländlich leben oder irgendwo, wo es wenige Stops gibt, garantiert jetzt ein Team Rocket Stop. Jetzt haben endlich mal alle die Chance auf Team Rocket, auch wenn es halt nur 1, 2, 3 Chancen sind, aber besser als 0. Wenigstens das ist mal garantiert für die. Und für alle, die in der Großstadt leben, ich werde in die Innenstadt gehen, auf jeden Fall eine Stunde durch, wie nennt man das, durch Erlösen, durch Team Rocketen. Boah, wie viele schafft man, keine Ahnung, ein Team Rocket Kampf in 2 Minuten, das wäre pro Stunde 30. Das wären mal 500 Sternstopp, 15.000 Sternstopp. Vielleicht schafft man auch ein pro eine Minute.
Das wäre krass, dann wären es 60, dann wäre es 30.000 Stau. Ihr werdet es erfahren. Im Video seht ihr morgen, wie viel ich geschafft habe. Was ich mir aber leiden vorstelle, ist dann mein Team danach. Ihr wisst ja, Team Rocket, das kostet Tränke, das kostet Beleber. Und wenn man jetzt eine Stunde das einfach macht, jeder Stop, puh, ich will gar nicht wissen, wie mein Team danach aussieht. Und was viele nicht wissen, ich mache ja viele Arenen und so, dementsprechend sind meine Pokémon sehr oft geschwächt. Tränke und Beleber sind sehr selten. Aus Geschenken kommen die oft und aus Raids, aber so im Alltag, aus den normalen Stops, kommen die gar nicht so oft. Kleines Beispiel, GoFest Dortmund. Ich habe vor dem GoFest eine Menge Arenen gemacht, damit ich alle meine Bären da reinfüttern kann und damit ich die ganzen Bären, die ich in Dortmund mache, auch noch direkt da reinfüttern kann. Hat natürlich nicht geklappt, ich wurde aus allen Arenen davor gekickt, bevor ich in Dortmund war. Aber ich hatte dadurch natürlich eine Menge tote, verletzte Pokémon. Und die 3-4 Tage, die ich in Dortmund durchgezockt habe, gegrindet habe, so viele Stops gedreht habe, so viel EP gemacht habe, ich konnte nicht nach diesen 4 Tagen durchzocken, mehrere Stunden am Tag, 8 bis 10 Stunden am Tag, nicht meine ganzen Pokémon heilen. So wenige Beleber und Tränke gibt es momentan aus den Stops. Und wenn wir da so viel Team Rocket besiegen, könnte das ein Problem werden. Auf jeden Fall war es das von mir. Ich mache mich jetzt bereit und dann gehe ich ein paar Panier jagen und dann diese Invasionsstunde nutzen. Zusammengefasst, bisschen übertrieben, zu zugespitzt die Werbemaßnahmen. Die waren cool, aber die Enthüllung war bisschen lame. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf das Event. Ich werde es nutzen und mal schauen, wie es so wird. Eure Meinung zu dem Event und zu der Ankündigung und zu dem Countdown unten in den Kommentaren. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.